Heute begann in Essen der Prozess gegen die Geiselnehmer von Gladbeck. Das war ja ein in der Geschichte der Bundesrepublik bisher noch nie dagewesenes Verbrechen, vor allen Dingen, wenn man die Begleitumstände mit einbezieht. Drei Menschen, zwei Geiseln und ein Polizist sind damals ums Leben gekommen. Dieter Degowski, einer der beiden Geiselgangster, hat ja damals den 15-jährigen Emanuele Di Giorgi erschossen. Verteidigt wird dieser Mann von Rolf Bossi. Der war natürlich heute in Essen, sitzt jetzt in unserem Bonner Studio. Guten Abend, Herr Bossi. Guten Abend, Herr Jauch. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für einen Verteidiger jetzt nicht gerade leicht ist. Denn wenn Dieter Degowski lebenslänglich bekommt, dann wird man sagen, Sie sind erfolglos gewesen. Was spricht denn überhaupt dafür, dass er nicht zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt wird? Die rechtliche Qualifikation der Tat ist von vornherein in zweifacher Hinsicht ein ganz eindeutiger Mord. Für Mord gibt es die lebenslange Freiheitsstrafe als Regelstrafe. Die Erwartungen können also von allem Anfang an ganz begrenzt sein. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Schuldfähigkeit des Herrn Degowski könnte beeinträchtigt gewesen sein. Die bisher tätigen Sachverständigen haben schriftliche vorläufige Gutachten abgeliefert, nach denen wir in dieser Hinsicht große Unterstützung bisher nicht gefunden haben. Es gibt ein Urteil des Bundesgerichtshofes, das besagt, auch im Falle einer Verurteilung wegen Mordes muss lebenslange Freiheitsstrafe dann nicht verhängt werden, wenn ganz besondere Umstände sich feststellen lassen, die diese Strafe als unbillig erscheinen ließen. Herr Bossi, wie ist es denn eigentlich zu erklären, dass kaum irgendwo ein aufsehenerregendes Verbrechen geschieht, ohne dass danach nicht Rolf Bossi als Verteidiger zur Verfügung steht? Das ist sehr schmeichelhaft von Ihnen, Herr Jauch, aber ganz so ist es nicht. Es hat Weimar gegeben, es hat Bachmeier gegeben. Also ich muss nicht überall sein. Muss man? Ja, Entschuldigung. Bitte? Sprechen Sie ruhig weiter. Es gibt eine Reihe von Fällen, die, ich bin 35 Jahre im Beruf, mich begleitet haben. Und bitte, Degowski hat sich in einer verzweifelten Situation, als er in der Zelle saß, hilfesuchend mit mir in Verbindung gesetzt. Ich habe ihn besucht. Wäre er ein primitiver, stumpfer Gewalttäter gewesen, hätte ich mir es lange überlegt. Ich habe ein unglückliches Häufchen Elend vorgefunden. War meine Motivation, mich mit diesem Fall zu befassen. Sie sind ja nicht der Pflichtverteidiger von Dieter Degowski. Der Mann selbst ist ja nicht wohlhabend. Wer bezahlt Sie eigentlich? Sie sind insofern dann nicht ganz auf der Aktualität, obwohl wir in der aktuellen Sendung sind. Ich bin in diesem Fall Pflichtverteidiger des Herrn Degowski. Und werden aus der Staatskasse bezahlt? Werde aus der Staatskasse bezahlt, und zwar durchaus zu den normalen Bedingungen, in denen auch die Anreise mit enthalten ist. Das Gericht meint, dass man auch diesen Angeklagten schuldig ist, eine optimale Verteidigung zu gewähren. Wenn man in diesen Tagen die Meinung vieler angeblich billig und gerecht Denkender hört, dann heißt es sehr oft, Rösner und Degowski, die sollte man einen Kopf kürzer machen. Gibt es für Sie Verbrechen, bei denen Sie die Todesstrafe, die Wiedereinführung der Todesstrafe für sinnvoll hielten? Ich bin ein Gegner der Todesstrafe und sehe eigentlich keine Notwendigkeit, für welches Verbrechen auch immer, die Tötung eines Menschen zu vollziehen. Es muss einem Menschen die Möglichkeit erhalten bleiben, aus seinem Restleben noch etwas Besseres zu machen. Diese Chance sollte man auch einem Straftäter belassen. Stimmt es, dass Sie jeden verteidigen, außer Nazi-Verbrecher und Tierquäler? Ich würde dann die Terroristen noch mit dazu nehmen, weil Terroristen ja keine Verteidigung suchen, sondern politische Demonstrationen im Gerichtssaal betreiben. Und da fühle ich mich fehl am Platz. Auch wenn Sie sagen, dass Sie jetzt zu den normalen Gebühren tätig sind, kann man sich normalerweise einen Rolf Bossi, einen brillanten Anwalt, nicht nur dann leisten, wenn man entsprechend betucht ist. Und grenzt es dann nicht bei uns an Klassenjustiz, wenn man sich sie leisten muss, um vor Gericht einigermaßen billig davonzukommen? Herr Jauch, auch Sie könnten sich meine Verteidigung leisten. Es ist ein falsches Klischee. Wenn Sie mal diese 35 Jahre zurückblicken, dann sind es vielleicht 20, 30 Fälle, die extrem spektakulär waren.
Ich arbeite mit insgesamt 12 Mitarbeitern, davon sind allerdings auch noch ein paar Zivilisten. Wir machen im Jahr 5000 Fälle. Es soll keine Werbung sein, sondern nur eine Relativierung, dass bei uns viele Menschen, die alles andere als spektakuläre Fälle sind oder die reich sind, Hilfe suchen, zu uns kommen und wir helfen ihnen. Herr Bossi, Sie gehen so langsam auf die 70 zu. Gibt es ein Alter, von dem Sie sagen würden, da ist ein Rechtsanwalt mehr greise als weise? Also ich möchte meine 65 noch reklamieren und fühle mich auch in diesem Alter noch verhältnismäßig mobil. Glaube, dass die Lebenserfahrung dann doch sehr viel in ein Verfahren einbringt, wo man vielleicht mit jugendlichem Ungestüm Fehler macht. Also gerade das, was man in 35 Jahren ansammelt, kann man an dieser Stelle vielen Menschen weitergeben. Herr Bossi, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, ins Studio zu kommen. Ich wünsche Ihrem Mandanten ein gerechtes Urteil, wie immer das dann auch ausfallen mag. Vielen Dank. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen viel Erfolg für die Sendung.